Hi, ich hoffe, das Legends Festival hat euch ganz gut gefallen bisher und die Charaktere haben euch auch relativ gut angenommen. Wie es bei mir war, schaut euch gerne die Videos an. Ich bin jetzt heute hier, um mit euch über ein Thema zu sprechen, was wir schon vor einiger Zeit, um genau zu sein, vor 4 Wochen gehabt haben, wo ich auf meine aktuelle Lage bezüglich Legends eingegangen bin in Sachen PvP. Dort gab es ja einige Unstimmigkeiten bezüglich Legends und meiner Wenigkeit, wo Legends gedacht hat, hey, der Boy, der ist nicht so ganz koscher unterwegs. Wir hauen dem mal so eine kleine Verwarnung rein und drohen damit, seinen Account zu sperren. Und ihr müsst wissen, das ist natürlich ein großer Schock für jemanden, der seit Tag 1 dabei ist, kleine Pause gehabt hat und ansonsten die meiste Zeit im Game jeden Tag aktiv war. Sowas will man natürlich nicht lesen und auch nicht wahrhaben, dass der Account einfach dann weg sein soll. Die ganze Zeit, die man investiert hat, wäre dann für nichts gewesen. Aber um erstmal die abzuholen, die nicht mehr genau wissen, worum es geht, beziehungsweise auch die abzuholen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon ich spreche, hier ein kleiner Ausschnitt von dem besagten Video. Es könnte bald mit Dragon Ball Legends für mich vorbei sein. Ich hatte eine Info vom Management-Team gehabt, wo folgendes drinne stand. Die Nachricht ist vom 25.10.2023 und besagt folgendes: Dies ist eine Nachricht des Management-Teams von Dragon Ball Legends. Da wir widerrechtliches Handeln bei Online-Kämpfen festgestellt haben, wurden dir deine Ranglistenpunkte entzogen. Zusätzlich wurden dir deine Punkte beim Legends Ranking entzogen und du kannst keine weiteren Punkte in der aktuellen Saison erhalten. Ich kann zwar spielen, glaube ich, habe es noch nicht ausgetestet, aber ich bekomme keine Punkte. Des Weiteren wurde gesagt, sollten sich diese Handlungen wiederholen, werden Maßnahmen wie unter anderem die unangekündigte Sperrung deines Accounts ergriffen. Verständnis habe ich da tatsächlich gar nicht. Ich habe es gescreent, also ich weiß, warum das ist. Klar, es kommt schon mal vor, ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn die Verbindung zum WLAN unterbrochen wird und ihr mit eurem Datenvolumen spielt, dass es dann zu Verbindungsproblemen kommt. Jedoch habe ich dem schon mal vorgesorgt, dass ich darauf geachtet habe, dass ich da in einem sicheren Netzwerk mich befinde. Trotz dessen, dass ich mich in einem sicheren und guten Netzwerk befunden habe, kam diese Meldung. Der Kampf. Ich habe gewonnen. Verbindungsprobleme teilweise am Anfang ist sehr auffällig gewesen, dass die immer sehr schleppend sind. Auf einmal nach gefühlt 5 Sekunden läuft der Kampf sehr flüssig. Und dann am Ende kam dann diese Meldung, wahrscheinlich wegen diesen Meldungen. Ich habe absolut nichts bekommen. Ich wurde komplett rausgekickt. Ich habe einfach alles verloren. Ich bin einfach in die Gruppe D gerutscht und habe absolut keine Platzierung. Kampfrang 1. Starkes Stück und ich möchte mich auch an der Stelle ganz herzlich bei euren ganzen Kommentaren bedanken, die auch mitfühlen sind. Ist jetzt kein großes, krasses Thema, aber dennoch ist greift es einen doch schon an, weil man halt sehr viel Zeit reingesteckt hat. Und deswegen danke an euch. I appreciate it, dass ihr euch so sehr auch in den Kommentaren ausgetauscht habt, beziehungsweise auch mit mir ausgetauscht habt. Nicht nur untereinander, sondern auch mit mir. Und das bedeutet mir wirklich sehr viel. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, was passiert jetzt? Was ist mit meinem Account? Was hat Legends mir für eine Info gegeben? Ich will euch mit diesem Video auf den neuesten Stand bringen. Und entsprechend blende ich euch mal gerade das ein, was ich zu Beginn der aktuellen Season bekommen habe. Denn es ist ja nicht nur ein Monat her, es sind nicht nur 4 Wochen her, sondern es ist auch eine ganze Season vergangen. Und laut dem Video besagt diese Drohung oder diese Warnung, dass ich ja keine Belohnung bekomme. Auf welche Season sich das aber bezieht, das konnte ich nicht so ganz rauslesen, habe es vielleicht auch nicht ganz verstanden, weil ich vielleicht zu der Zeit nicht so ganz bei der Sache war, weil ich so perplex gewesen bin, dass diese Warnung kam. Aber tatsächlich hat sich diese Drohung auf die vergangene Season bezogen. Wie es mit der aktuellen ist, das seht ihr jetzt hier. Ich bin, bevor ich im PvP mit den neuen Charakteren mal reingegangen bin, um die auszutesten, Videos übrigens folgen noch, was das PvP angeht und die Showcases, bin ich mal in das PvP-Menü reingegangen und habe mal geschaut, was ist jetzt los? Gibt mir Legends nochmal neue Informationen? Habe ich keine Belohnung bekommen? Doch, habe ich. Ich habe tatsächlich Belohnung bekommen, seht ihr jetzt hier. Ich habe einen ganz normalen Kampfrang erhalten, ich habe einen Ranglistenplatz bekommen und ich habe auch entsprechend die ganzen Ressourcen wie CC, Remover und etc. alles erhalten und das ohne Probleme. Soll also heißen, diese Warnung, die man bekommt, die bezieht sich auf die vorherige Season, nicht auf die aktuelle. Heißt, ich wurde erstmal auf Rang
Listenplatz 0 zurückgesetzt und dann musste ich mich komplett wieder hochkämpfen. Ich bin, glaube ich, Rangliste 30.000 bin ich rausgegangen aus der Season, sprich irgendwas 63, 64 oder so habe ich erreicht und wurde dementsprechend, weil ich gut über 60 war, wieder auf Ranglistenplatz 50 zurückversetzt zu Beginn der aktuellen Season. Und ich finde gut, dass Legends mir jetzt die Chance gegeben hat, auch weiter PvP spielen zu können, weiter das Game spielen zu können. Und bisher gab es keinerlei Störung, keine Warnung von Legends Seite her, dass es irgendwelche Verbindungsabbrüche gab, denn die gab es nicht. Und ich bin froh, dass das alles recht stabil läuft. Entweder liegt es jetzt wirklich an mir, dass ich eine stabilere Verbindung habe, oder an Legends, die das PvP-System ein bisschen besser, was auch die Verbindung generell angeht, aufgefrischt haben. Aber egal was es ist, ich bin froh, dass es nun endlich funktioniert. Und ich will hoffen, dass ihr euch auch mit mir freut, denn jetzt kann ich natürlich auch wieder ein bisschen mehr Content produzieren. Habe ich zumindest vor, ich will euch nichts versprechen. Das Leben spielt ja immer anders, als man es eigentlich plant. Dementsprechend kommen jetzt auch noch ein paar Showcases zu den neuen Charakteren. Das eine oder andere Video, natürlich üblich, TOP-Guide, ist natürlich auch geplant. Jede zweite Woche, so wie es den Release halt gibt, beziehungsweise den Reset gibt, so heißt das, werde ich euch natürlich auch entsprechenden Guide in der Woche raushauen. Alles in allem bin ich sehr zufrieden, dass das noch gut funktioniert bisher mit Legends. Und ich will gerne eure Meinung wissen. Was ist bei euch in letzter Zeit vorgefallen? Habt ihr Probleme mit der Verbindung gehabt? Lasst mich gerne wissen. Oder generell Probleme mit Legends? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen auf einen weiteren Austausch. Und ansonsten hoffe ich, euch das nächste Mal auch dabei wissen zu dürfen, wenn es wieder ein weiteres Video gibt bezüglich Legends oder anderem Kram. Mal schauen. Ich hoffe zumindest, dass ihr dabei seid, es appreciated und euch auch unterhalten fühlt. Macht es gut. Bis dahin und ciao.